ihr Lieben. In letzter Zeit gab es ja nicht so viele Videos von mir, aber ich habe fleißig Videos angeschaut. Unter anderem habe ich ganz viele Beauty-Kanäle für mich entdeckt und die haben mich ein bisschen angesteckt. Deswegen habe ich einfach mal heute meine Zeit genutzt, habe die Kamera aufgestellt und möchte euch meinen DM-Einkauf zeigen. Bei mir ist es ja nun mal so, ich kaufe mir eigentlich nicht so oft so Lidschatten und sowas. Wimperntusche, Make-up, wenn es leer ist, aber ansonsten, ich kaufe mir sowas eher selten. Ich habe hier extra so meine Chronik hingelegt, denn diesen Lidschatten, der ist von L'Oreal, ein Trio Pro Grey Eyes Dings, irgendwie sowas. Den habe ich mir vor 4 Jahren oder so, 4, 5 Jahren gekauft. Die Farben sehen so aus. Ich weiß auch gar nicht, ob es den noch gibt. Das ist 4 Jahre her. Ich benutze ihn immer noch total gerne. Und das ist die Farbe Rose Platin. Platin oder so. 316. Den habe ich mir vor 4 Jahren gekauft. Danach habe ich mir gut 2 Jahre gar keinen Lidschatten gekauft. Weil ich habe so einen ganz riesengroßen Schminkkoffer im Wert von ungefähr 1500 Euro. Ich brauche sowas nicht. Aber irgendwann ist mir dieser Lidschatten von MAC über den Weg gelaufen. Das ist jetzt auch schon wieder anderthalb bis 2 Jahre her. Der sieht so aus. Den fand ich damals so toll. Den habe ich mir dann gekauft. Das ist da steht gar nichts mehr drauf. Kann man nicht mehr lesen. Aber den habe ich mir vor 1,5 bis 2 Jahren in Berlin gekauft. Und dann war ich vor drei Wochen, das glaube ich jetzt schon, ja, oder auch 4, kann sogar 4 sein, mit einer Freundin shoppen und da habe ich mir dann endlich mal wieder diesen Lidschatten gekauft von Manhattan. Ich finde den, ich mache den mal auf, ganz toll so für den Alltag oder auch halt etwas dunkler dann für abends zu tragen. Man kann ganz toll damit schminken, also mir gefällt der richtig gut. Das ist die Farbe... Amazing Eyeshadow 5 steht da. Schminkgurus helft mir. Welche Farbe ist das? Auf jeden Fall habe ich mir den dann gekauft. Nun habe ich ganz viele Videos angeschaut und habe dann irgendwie den Fehler gemacht, zu DM zu gehen. Und habe mir dann ein paar Sachen dort gekauft. Als erstes habe ich, bei wem auch immer, ich weiß es nicht mehr, auf zwei Kanälen haben Produkte von Alverde vorgestellt. Und da ich ein sehr großer Naturkosmetik bin, mich aber bisher an die DM Naturkosmetik noch nicht so rangetraut habe, habe ich es jetzt mal ausprobiert und habe mir dieses Make-up gekauft. Könnt ihr das sehen? Und zwar ist das Natural Light Make-up Nummer 10. Light Ivory habe ich mir geholt. Es ist ein sehr natürliches Make-up. Ich habe es jetzt schon 2-mal getestet. Ich bin total begeistert. Ich habe es auch gerade drauf. Ich finde, es wirkt sehr natürlich. Blass bin ich immer, falls jemand fragt. Ich finde es sehr natürlich. Es hat mir richtig gut gefallen. Die Konsistenz lässt sich super verteilen. Jetzt bin ich nur noch scharf auf dem Beauty Blender. Ja, ja, ihr Schminkhurus steckt mich an. Ganz toll. Und dann noch von Alverde den Lidschatten... Lidschatten-Basis-Creme-Dings-Bums-Zeug. Ist dies hier. Auch total toll. Ich bin echt begeistert davon. Also wirklich super. Die habe ich mir geholt. Dann habe ich mir noch von Alverde eine Mascara geholt. Mascara, Schwung und Verlängerung mit wertvollen Mineralien und Seide in Schwarz. Es ist dieser hier. Ich zeige euch mal die Bürste. Ich habe die Mascara jetzt einmal getestet. Einmal habe ich die getestet. Ich finde sie okay, bin aber noch nicht so begeistert. Für meine Wimpern war sie ein bisschen zu flüssig, muss ich sagen. Aber ich habe dann ein bisschen verbessert. Ich habe sie gerade drauf. Ich habe dann ein bisschen nachgebessert und dann ging das eigentlich. Irgendwie sieht mein Rouge komisch aus. In der Kamera, das sah im Spiegel eben anders aus. Ja, egal. Auf jeden Fall bin ich noch nicht ganz überzeugt hiervon.
Dann habe ich mir noch eine Mascara gekauft zum Ausprobieren. Meine war leer und ich hatte irgendwie so einen Ausprobiertick von P2 5D Star Mascara. Das ist diese. Ich halte immer da ins Weiße. die finde ich richtig, richtig gut. Also die hat mir super gefallen. Ich habe sie letzte Woche Samstag drauf gehabt. Die Bürste sieht so aus. Was ganz anderes wie die von Alverde. Und die Mascara, also die Bürste ist leicht geschwungen nach außen hin. Und die Mascara ist eher fest, nicht so flüssig wie bei der Alverde. Weil bei dieser ist wirklich sehr flüssig und die ist nicht so flüssig. Die hat mir richtig gut gefallen. Ich glaube, ich teste jetzt noch ein bisschen, aber ich glaube, die würde ich mir sogar wiederholen. Und bei meiner verschollen ist dann noch ein Smoky Eyes Brush von Essence. Den habe ich mir einfach mitgenommen, weil meiner irgendwie verschwunden ist. Ich finde das Teil nicht wieder. Keine Ahnung, wo der hin ist. Ich wollte ihn eigentlich auspacken. Ich kriege es nur gerade nicht auf. Ja. So, gerade mal nebenbei. Interessieren euch so eine Videos? So halt Einkäufe, was man gerade so Neues entdeckt hat. Schminke, keine Ahnung, andere Sachen. Schreibt mir das doch mal als Kommentar oder Nachricht oder so. Es würde mich einfach interessieren, ob sowas überhaupt gefragt ist. Der sieht so aus. Seht ihr das? Ja, schlecht, ne? So sieht der aus. Also, ich finde den gut. Der ist schön weich. Habe ich mir halt als Ersatz geholt, weil mein alter verschollen ist. So, dann habe ich mich auch von einem Schminkguru anstecken lassen und habe mir Gel-Eyeliner geholt. In schwarz. Ich finde den total genial. Ich habe schon oft davor gestanden und dachte so, naja, ob das jetzt so gut ist und In irgendeinem Video hat jemand gesagt, ich nutze nur noch Gel-Eyeliner und ich war total, musste sofort, ich habe es heute nicht drauf, ich habe heute nur Lidschatten benutzt als Eyeliner-Strich. Aber ich finde den richtig geil. Ich habe den Samstag benutzt und man kann super feine Linien ziehen. Man kann sich das dann aber verbreitern, wenn man es breiter haben möchte. Total genial. Also das Zeug ist mein absolutes Muss jetzt. Das steht jetzt immer da und möchte benutzt werden. Das heißt übrigens Midnight in Paris. Total genial. Also wirklich, habe ich ja absolut begeistert von. Ich sollte öfters sowas gucken. Tue ich ja schon. Dann von P2 ein Lidschatten. Eye Cream. Brilliant Shine Eye Cream. In dieser wunderhübschen Farbe. Ja, ich habe im Moment irgendwie so einen Tick. Ich mache das mal so, wie diese Schminkgurus alle das auch machen. Ich mache euch jetzt einfach mal nach. So sieht er dann aus. Ich finde er total schön. Das ist mir echt angetan. Das ist die Farbe 040 Turbo Turquoise oder so. So ein bisschen kräftig. Ach, der ist schick. Ich finde den toll. Ich stehe auf so eine Farben und passt zu meinem Oberteil. Hatte ich den am Samstag drauf. Ja, dann habe ich mir noch zwei Lidschatten Quadro. Ich wollte gerade Duo sagen, aber es sind vier. Von Essence geholt. Einmal diese. Ich finde die total toll. Dieses Rosa und... Oh. Habe ich auch schon benutzt, außer dieses Grau noch nicht. Das Grau habe ich noch nicht benutzt. Das Rosa und diese Blautöne habe ich schon benutzt. Total toll. Hält super. Man kann es dezenter machen, aber auch ein bisschen dunkler. Finde ich richtig klasse. Also haben mir super gefallen. Das ist Nummer 11. See My Eyes. Ist das genauso? Nein. Können wir das lesen? Die Sonne blendet. Okay, es ist Licht und keine Sonne, aber egal. Okay, das sind dann die Farben hier. Könnt ihr sie alle sehen? Ich hoffe, es sind... Ich finde die toll. Also diese haben mir echt richtig gut gefallen. Haben es mir total angetan. Dann habe ich mir noch ein Quattro geholt. Die Farbe 01 Xuxo. Da, 01 Xuxo steht da oben. Und zwar sind das diese Farben. Ich habe das Lila, diesen Fliederton und das Dunkle gerade drauf. Ach nee, das Silber ja auch. Also die drei Farben, nur das Weiß gerade nicht. Das war mir heute ein bisschen zu hell. So. Also die finde ich auch richtig toll. Also die vor allem, ich habe schon alle Finger voll jetzt. Ich finde, die halten gut.
lassen sich ganz gut auftragen. Und ich meine, okay, für das Geld, was soll man da erwarten? Die sind jetzt nicht wahnsinnig teuer, aber mir gefallen sie auf jeden Fall. So, und den vierten. Da, das sind die Farben. Ich fand die richtig schön, die haben es mir echt angetan. Ja, von Essence. Dann nochmal, ich brauche eine Nachtcreme. Und weil ich ja so auf Naturkosmetik stehe, habe ich mir diese von Alverde ausgesucht. In irgendeinem Video hat auch irgendjemand die erwähnt. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Sensitiv-Nachtcreme war oder eine andere. Aber ich habe mir halt die passend für meinen Hauttyp geholt. Also das hier ist Schminke von gerade, das ist kein Dreck. Ich finde die richtig gut. Eine super Konsistenz, ein total leckerer Geruch, natürlich ohne Parfüm und drum und dran, und darauf stehe ich total. Und danach fühlt sich die Haut ganz toll und weich und glatt an und total super. Also ich bin begeistert davon. Richtig, richtig gut. Und meine Handcreme war leer und naja, Balea hat ja immer so tolle Sachen. Eigentlich wollte ich die mit Vanille haben. Die hatten sie nicht. Ich habe jetzt, zeige ich bestimmt irgendwo Schminke. Ich habe mir jetzt Himbeere geholt. Reichhaltige Pflege, intensive Feuchtigkeit mit dem Duft fruchtiger Himbeeren. Und das stimmt. Die riecht wie Mauam oder so. Oder ja, Mauam, ne? Wie heißen denn nochmal diese dicken, großen Kaugummis, die es früher mal gab? Diese dicken, die ja so. Huba Buba? Oder war das auch was anderes? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall total lecker. Ich mag die total. Die zieht richtig schnell ein. Steht jetzt immer im Badezimmer, weil ich mir 100 Millionen Mal am Tag die Hände wasche. Und meine Hände sind jetzt nicht mal so trocken, wie sie mal waren. Und ich finde die toll. Ich wollte eigentlich auch Vanille haben, aber die hatten sie nicht mehr. Finde ich voll gemein. Aber die ist toll. So. Das war mein DM-Einkauf. Ja, der musste einfach mal gemacht werden. Und ich freue mich, meine neuen Sachen. Dann habe ich Teetrinker. Ich bin ja ein absoluter Teetrinker. Ich mag keinen Kaffee. So. Ich trinke mal einen Cappuccino und das war es dann aber auch. Aber ich habe jetzt etwas für mich entdeckt. Das könnte ich inhalieren. Und zwar ist das dieses Zeug von Jakobs Krönung. Cappuccino Specials Milka. Ich finde das Zeug so. Boah, das ist in so Portionspackung. Da ist dann immer eine Portion drin. Das da. Hört ihr das? Da ist so dieses Pulver drin mit so Schokostückchen, wie ihr hier auch seht. Die platzen dann so, das knackt dann so, wenn du das heiße Wasser reingießt. Und das ist so lecker, so cremig, so. Oh, boah, ich finde das. Boah, das ist so lecker, das Zeug. Da gibt es auch noch den Geschmack Daim von. Und noch irgendwas, ich habe es vergessen, aber boah, richtig geil. Ich finde das so lecker, ich könnte mich da reinlegen, ich könnte das inhalieren, ich könnte. Oh. Ich habe schon wieder Not, weil ich nur noch dreimal habe. Also ich finde die total cool. Total lecker. Die habe ich so für. Ach so, hier steht es drauf. Man sollte erstmal gucken. Also da gibt es einmal Toblerone von Oreo, Daim und halt Milka. Diese drei Sorten gibt es auch noch und Milka. Ich möchte mal Daim und Toblerone probieren. Aber ich finde diesen total lecker. Ich habe mich da echt total drin verliebt. Ich habe durch Zufall habe ich den entdeckt letztens beim Real und dachte so, nimmst du mal mit. Oh, lecker. So, jetzt noch etwas ganz Besonderes und dann bin ich auch schon fertig. Und zwar habe ich ganz, 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 ganz liebe Post bekommen. Ja. Ich wollte euch eigentlich noch eine Karte zeigen, ich habe vergessen, egal. Aber ich habe ganz, ganz liebe Post bekommen von einer ganz lieben Abonnentin. Und zwar erreichte mich dieser Umschlag mit diesen süßen Blümchen drauf gemalt. Total toll. Und diese Schrift von der Dame, wow. Also ich war ja gleich total begeistert und habe schon, ich wollte schon gleich aufmachen, weil der Umschlag schon so schön gestaltet war. Da drin kam dann das hier zum Vorschein. Natürlich war da auch etwas drin. Das habe ich jetzt rausgenommen. Mit diesen schönen Aufklebern. Total niedlich. Ich war ja so begeistert. Das gehört nicht dazu. Und in diesem Umschlag war diese Karte. Da drauf steht: Man findet das Glück nicht auf den Gipfeln der Berge und auch nicht in den Tiefen der Meere, sondern nur in seinem Herzen. Wie wahr, wie wahr. Dazu kam dann noch, da war dieser Brief reingeklebt. Karte finde ich total toll, zumal ich auf solche Karten ja sowieso stehe und ich sammle ja Postkarten und ja. Dann
Ich habe die CD vergessen. Moment. Diese CD war da drin. Ich finde das total toll. Das ist, die heißt Du in mir. Musikalische Märchen für Schwangerschaft und Kindheit. Magische Klänge für Mutter und Kind. Die hat sie mir für meine Tochter geschickt, weil Lena Marie ist so ein bisschen quengelig manchmal und so. Und sie sagte, das beruhigt total super. Ich habe sie eben schon angemacht und wirklich total klasse. Die Musik ist so himmlisch, so schön. Und die Kleine war total ruhig, total süß. Also das ist wirklich danke, danke, danke. Dann hatte ich da drin noch ein ganz, ganz wunderschönes Lesezeichen aus Venedig. Ist das nicht toll? Das ist so wunderschön. Ich brauche nur noch ein Buch, in dem es um Venedig oder das in Venedig spielt oder um Venedig geht oder irgendwas. Und dann hat dieses Lesezeichen ein Buch gefunden. Ich finde das so toll. Das sieht so süß aus, so himmlisch, so ach, richtig schön. Also ein wunderschönes Lesezeichen. Richtig, richtig toll. Und dann noch ein bisschen Tee. Einmal Ingwer-Zitronentee. Ich liebe Ingwer-Zitronentee. Dann Wellness-Tee, Wildapfel mit Zimt. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil Zimt mag ich total gerne im Tee. Also richtig gerne. Dann haben wir hier noch Wellness-Ingwer-Zitrone-Kräutertee-Mischung. Ich finde das so lieb von dir. Der ist auf. Und ein Frauentee. Der riecht auch lecker. Ja, liebe Kathi, vielen, 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 vielen Dank. Ich habe mich riesig gefreut und danke für diese tolle CD, Lena. Und ich werde noch ganz viel Spaß damit haben bestimmt. Und noch einige ruhige Stunden. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Du bist so eine liebe und tolle Maus. Du bist so super. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe dich richtig ins Herz geschlossen und ich habe mich total darüber gefreut. Und hinter dieser Wand liegt auch etwas, was demnächst an dich auf die Reise geht. Ja, das war dann mein DM-Einkauf und so ein Kramszeugs. Habt ihr Interesse, mehr von mir sowas zu sehen? Oder sollte ich lieber nur bei Büchern bleiben? Ja, ich weiß es nicht. Also das ist dieser ganze Kram ist eigentlich total mein Element, weil ich gelernte Kosmetikerin bin. Und deswegen, vielleicht würde ich es ja ganz gerne doch mal so in die Richtung, aber dann halt auf diesem Kanal. Ich weiß es nicht. Ich hatte einfach Lust, euch meine tollen, duftenden Einkäufe zu zeigen. Und ja, das war eigentlich so der Hauptgrund. Alles andere war eigentlich nebensächlich. Ich hatte da einfach Lust, zu euch Blödsinn zu erzählen und meinen Einkauf zu zeigen. Also, ja. Falls ihr Interesse habt, dann einfach kommentieren. Ich höre es auf zu reden. Bis bald. Tschüss.